Albert von Bollstedt wurde von seinen Zeitgenossen als der Große, also Magnus, bezeichnet. Ebenso nannte man ihn aufgrund seiner umfangreichen Bildung Dr. Universalis. Seine großartigen Leistungen erstreckten sich auf verschiedene Gebiete der Wissenschaft. Besonders die übersetzten Werke Aristoteles kommentierte Albertus Magnus und unterschied zwischen natürlicher und theologischer Erkenntnis. Die umlaufenden Tafeln in unserem Modell zeigen die wissenschaftlichen Betätigungsfelder der Botanik, der Medizin, der Mathematik, der Philosophie und der Zoologie des Albertus Magnus. Albertus Magnus' berühmtester Schüler war Thomas von Aquin, der die Lehren von Aristoteles mit dem Christentum in Einklang brachte. So fügte er beispielsweise den vier weltlichen, griechischen Tugenden Weisheit, Tapferkeit, Mäßigung und Gerechtigkeit, die drei christlichen, sittsamen Grundhaltungen Glaube, Hoffnung und Liebe hinzu. Wegen seiner Aristoteles-Rezeption verachtete die Kirche Thomas zunächst und verdammte einige seiner Lehrsätze. Bald darauf aber stieg Thomas zum allgemeinen Lehrer der Christenheit auf und wurde 1323 heilig gesprochen. Seine schriftliche Hinterlassenschaft ist gewaltig, aber auch mündlich wirkte Thomas. So hielt er beispielsweise zwischen 1256 und 1259 regelmäßig zwei große Disputationen pro Woche. Dennoch war Thomas nicht nur der große Vernunftmensch. Seine Summa Theologica ließ er bewusst unvollendet. Das abschließende Zitat lässt etwas von dem Mystiker Thomas erahnen. Alles, was ich geschrieben habe, erscheint nur wie Stroh, verglichen mit dem, was ich geschaut habe und was mir offenbart worden ist. Das sagte er am 6. Dezember 1273 von der Kirche in seine Zelle zurückkehrend und schrieb fortan keine Zeile mehr. In unserem Modell sind die fünf Gottesbeweise des Thomas von Aquin dargestellt, in denen aus der Unmöglichkeit eines unendlichen Gedankenganges jeweils auf die Existenz des göttlichen Wesens geschlossen wird. In seinem ersten Gottesbeweis geht Thomas von Aquin davon aus, dass alles um uns herum selbst zufällig ist. Es existiert, weil es von irgendetwas anderem sein Dasein notwendigerweise erhält. Diese Existenzursache verdankt ihr eigenes Dasein ebenso einer anderen Sache. Nach diesem Schema setzt sich die Reihe fort. Aber das Erste dieser Reihe ist Gott. Als Ursache schlechthin verdankt er seine notwendige Existenz sich selbst. Für seinen zweiten Gottesbeweis nimmt Thomas an, dass alles um uns eine wirkende Ursache hat, von dem es abhängig ist. In unserem Modell sollen die aneinander hängenden Magneten dies veranschaulichen. Jedoch muss es einmal eine erste wirkende Ursache gegeben haben, nämlich Gott. Seinem dritten Gottesbeweis legt Thomas die Annahme zugrunde, dass jede Bewegung durch eine andere Bewegung verursacht worden ist. Es muss also irgendwann ein erstes Bewegendes gegeben haben, das an sich selbst keine Bewegung erfährt. Dieser selbst unbewegte Beweger ist Gott. Thomas von Aquins vierter Gottesbeweis beginnt mit der Annahme, dass wir eine Vorstellung von etwas Vollkommenen haben und dass alles um uns Abweichung von dieser Vollkommenheit ist. Am Ende dieser Reihe steht mit Gott das Vollkommene wie im Modell die Kugel. Der fünfte Gottesbeweis von Thomas von Aquin ist ein theologischer Beweis aus dem Zweck heraus. Er stützt sich auf die Überlegung, dass alles auf der Welt eine zielstrebige Ordnung ist. Diese Richtung wird von einem ordnenden Prinzip vorgegeben, nämlich von Gott als dem obersten Lenker der ganzen Welt, der die Ziele setzt. Die Erkenntnistheorie von Thomas besagt, dass der Mensch in seinem Denken bis zum Wesen der Dinge vordringen kann. Das Wesen aber ist festgelegt und von Gott gegeben. Thomas glaubte, dass zwei Wege zu Gott führen, der Weg des Glaubens und der Weg der Vernunft. Diese können nicht einander widersprechen, da beide von Gott kommen. Jedoch ist der Glaubensweg der sicherere. Durch Beobachtung der Natur zum Beispiel können wir erkennen, dass es Gott gibt, denn alles muss einmal eine erste Ursache gehabt haben.
Viele Auskünfte über Gott finden wir allerdings nur als Offenbarung im Glauben, wie zum Beispiel die Dreifaltigkeit, die Inkarnation und den zeitlichen Anfang der Welt in der Schöpfung. Diese Glaubenswahrheiten sind in unserem Modell rechts zu sehen. Dagegen sehen wir links in unserem Modell Ergebnisse der Vernunfterkenntnis, wie sie auch dem Heiden Aristoteles zugänglich waren, zum Beispiel den hierarchischen, zielgerichteten Stufenbau der Welt. Neben dem physikalischen, pflanzlichen und tierischen Leben steht der Mensch unter der Ordnung der Engel und Gott. Nur bei Gott sind sein Wesen und sein Dasein eins. Gottes Wesen ist der reine Akt des Daseins, an dem seine Geschöpfe nur in verminderter Weise Anteil haben. Der Seinsakt wird in unserem Modell durch den Unterschied zwischen der nur vorgestellten Bewegung eines Geigenbogens und der wirklich vollzogenen Bewegung illustriert. Der passive Sand und die vielen möglichen Formen auf der Metallplatte allein ergeben noch keine Wirklichkeit. Erst der Geigenbogen lässt die Platte erklingen und den darauf gestreuten Sand die Muster bilden, wenn er von oben nach unten geführt wird.